Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, dass hier so viele Teilnehmende dabei sind, dass das Thema doch für einige noch eine andere Relevanz hat, als es gerade schon beschrieben wurde. Im Prinzip hat Marlene auch schon gut ganz kurz zusammengefasst, das, was ich auch sagen möchte. Gleichwohl werde ich meine Folien natürlich vortragen. Ein paar aktuelle Entwicklungen in der jetzigen Flüchtlingspolitik. Tatsächlich erleben wir schon seit einigen Jahren eine Rechtsverschiebung im Asyldiskurs. Tatsächlich, man mag sich kaum noch daran erinnern, aber haben wir mal über eine humanitäre Krise für Flüchtlinge gesprochen und uns darüber unterhalten, wie wir Flüchtlinge schützen können. Das war insbesondere der Fall so 2013, 2014, als schwere Bootsunglücke waren, die dann doch einige Aufmerksamkeit erregt haben. Da hat man sich auf die Notsituation der Schutzsuchenden konzentriert. Mittlerweile reden wir immer nur von der Krise für die aufnehmenden Staaten und um den Schutz vor Geflüchteten. Auch hat sich geändert, die Frage der Notsituation steht eben nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es geht mehr und mehr um die Frage der Nützlichkeit. Das spielt auch bei ganz vielen Bleiberechtsregelungen eine Rolle. Wer kann denn noch was Gutes für Deutschland tun? Die Grundsatzdiskussion, sollte man Menschen abschieben, ja oder nein, wird so gar nicht mehr geführt, sondern es geht nur noch um die Frage, wie schieben wir Menschen ab? Und auch da sind im Moment ja einige Entwicklungen, die sehr bedenklich sind. Das Ehrenamt wurde insbesondere 2014, 2015 hoch gelobt. Und dann übte man auf einmal Kritik an den sogenannten Gutmenschen. Wie könnt ihr euch denn eigentlich noch für Schutzsuchende einsetzen? Das hat sich im letzten Jahr dann nochmal etwas gewandelt, als die Fluchtbewegung aus der Ukraine kam. Auch da war Ehrenamt wieder groß gefragt. Aber Kritik macht sich laut an Flüchtlingsinitiativen. Wir haben zeitweise darüber gesprochen, das Dublin-System auszusetzen. Das ist ja auch in der Praxis tatsächlich ausgesetzt worden. Mittlerweile wird die Diskussion darüber geführt, ob wir uns noch ein Asylrecht leisten können und sollten. Mehr und mehr geht es auch gar nicht mehr um die Frage, sollte man oder wie sollte man Flüchtlinge in Europa verteilen? Noch werden sie ja nicht verteilt, sondern es geht mehr und mehr in die Richtung, am besten wäre doch, wenn wir in Europa gar nichts damit zu tun hätten, sondern die ganzen Prozesse vorverlagern können, auch in Staaten, die nicht gerade für ihre Rechtsstaatlichkeit berühmt sind, wie zum Beispiel Marokko und Libyen. Insgesamt kann man sagen, von der damals so hochgelobten oder so geheißenen Willkommenskultur sind wir mittlerweile bei einer Abschiebungskultur gelandet. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag doch einige Hoffnungen versprochen. Es waren durchaus positive Ansatzpunkte, oder sind, Koalitionsvertrag, den gibt es ja noch, sind einige positive Ansatzpunkte vorhanden. Unter anderem wurde ein Aufnahmeprogramm Afghanistan versprochen. Das gibt es auch tatsächlich seit Oktober letzten Jahres mit einem Kontingent von bis zu 1000 Menschen pro Monat, die einreisen dürfen. Eingereist sind bis zum heutigen Tage 12 Menschen. Funktioniert also nicht so richtig gut. Dann war angedacht eine weitere Öffnung der Integrationskurse und der Arbeitsförderung. Da muss man sagen, das ist auch tatsächlich zu Ende letzten Jahres geschehen. Also jetzt stehen Integrationskurse Asylsuchenden aus fast allen Ländern zur Verfügung, also theoretisch. Sie haben Zugang zu Integrationskursen nachrangig, wenn Kursplätze frei sind, was anhand der begrenzten Kapazitäten in der Praxis natürlich ein Problem ist. Jetzt in den letzten Wochen gab es viel Diskussion um einen Punkt, der auch im Koalitionsvertrag steht, nämlich die Abschaffung von Arbeitsverboten für zumindest hier Lebende. Da sind jetzt ein paar Verabredungen getroffen worden, die aber bei weitem nicht das erfüllen, was man sich davon versprechen konnte. Also Arbeitsverbote gibt es nach wie vor und die wird es auch zukünftig noch geben. Erleichterungen beim Bleiberecht und ein neues Chancenaufenthaltsrecht war ebenso Teil des Koalitionsvertrages. Das ist
mehr oder weniger gut umgesetzt worden. Seit dem 31.12.2022 sind diese neuen Regelungen in Kraft. Einige Menschen oder einige tausend Menschen können bisher auch schon vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber ganz klar ist, es führt nicht zu dem Ziel, der im Koalitionsvertrag beschrieben ist, wir wollen die Praxis der Kettenduldung beenden. Das war von Anfang an klar und das wird auch immer klarer. Ein Negativpunkt, der im Koalitionsvertrag stand, war die Rückkehroffensive, die angekündigt war. Und da muss man sagen, das ist, glaube ich, der Punkt, der jetzt mit dem größten Willen durchgesetzt wird. Da laufen gerade Maßnahmen, die in der Praxis das auch nicht bewirken werden, was da versprochen wird, aber die den Menschen, den Schutzsuchenden, Angst machen, sie weiter unter Druck setzen und ihr Leid und ihre Situation hiermit deutlich verschlechtern. Letztes Jahr oder seit letztem Jahr der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat zu großen Fluchtbewegungen in die EU geführt. Allein nach Deutschland sind über 1 Million Menschen aus der Ukraine gekommen. Und überraschenderweise gab und gibt es eine große Aufnahmebereitschaft seitens der Politik und auch seitens der Bevölkerung. Also gerade Anfang letzten Jahres haben sich ganz viele Privatmenschen gemeldet und gesagt, hier, ich habe Wohnraum zur Verfügung, ich stelle ein Zimmer zur Verfügung, ich kann da noch irgendwie mithelfen und so weiter. Das wurde natürlich auch gerne angenommen. Wir haben uns ein wenig gewundert, wie viele Wohnungen doch noch frei stehen, weil es sonst immer heißt, der Wohnungsmarkt sei so angespannt. Dass seitens der Politik die große Aufnahmebereitschaft besteht, hat dazu geführt, dass auch einige gesetzliche Änderungen vorgenommen wurden, um den ukrainischen Flüchtlingen hier das Ankommen zu erleichtern. So zum Beispiel, dass sie ohne Beschäftigungserlaubnis arbeiten dürfen sofort. Dass sie nicht Leistungen nach dem diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetz kriegen, sondern die Leistungen nach SGB II, also die deutsche Staatsbürger und so. Auch noch einige andere Regelungen, die in der Praxis dazu geführt haben, dass diese Menschen viel besser ankommen konnten, eben zum Beispiel, dass sie von Anfang an privaten Wohnraum beziehen dürfen, dass zumindest in NRW die Wohnsitzregelung für sie nicht gilt und so. Also alles gute Sachen und ein Zeichen dafür, wie Aufnahmepolitik gestaltet werden kann, wenn sie positiv begriffen wird. Wir würden sagen, das ist ein Musterbeispiel dafür, wie es laufen kann. Und auch wenn über 1 Million Menschen aus der Ukraine gekommen sind, war es trotzdem gut zu schaffen. Gleichzeitig haben wir, und zwar nicht erst seit letztem Jahr, sondern auch schon seit davor, eine steigende Zahl von Asylsuchenden. Wenn man allerdings sagt, steigende Zahl, dann sollte man sich die Zahlen doch mal angucken. Wir hatten 2022 217.774 Asylerstanträge. Das ist ein Fünftel der Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind. Und von diesen 217.774 Menschen sind noch etwa 20.000 hier geborene Babys von Flüchtlingen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Also es sind gar nicht Menschen, die von außen noch nach Deutschland gekommen sind. In diesem Jahr sind es bis Ende September knapp 234.000 Asylerstanträge. Die Prognose ist, dass etwa bis Ende des Jahres 300.000 Menschen einen Asylantrag stellen werden. Auch das Zahlen, wo man sich im Normalfall überhaupt keine Gedanken darüber machen müsste, wenn man von einem Land wie Deutschland spricht. Natürlich mit den plus 1 Million Menschen aus der Ukraine ist das gerade herausfordernd, aber im Grunde genommen nicht wirklich ein Problem. Das Problem ist vielmehr, dass wir seit Jahren schon mangelnde Ressourcen haben. Unterbringungsplätze sind zurückgebaut worden, an bezahlbarem Wohnraum mangelt es ohnehin. Wir haben zu wenig Kita-Plätze, wir haben zu wenig Schulplätze. Alles Sachen, die sich durch die jetzige Situation nochmal in einer zugespitzten Art und Weise zeigen. Die Unterbringungssituation für Flüchtlinge ist tatsächlich zunehmend angespannt und diese Situation führte auch dazu,
also verstärkt dazu, dass Fluchtmigration auch in den Medien eine wichtige Rolle eingenommen hat und ja, eigentlich, gerade schon gesagt, fast täglich auch thematisiert wird. Die Kommunen klagen seit über einem Jahr, sie sind überfordert, sie kommen nicht mehr zurecht mit der Situation, sie brauchen mehr Geld, die Zuwanderung muss begrenzt werden. Es ist eine Diskussion, die, wie vorhin schon gesagt wurde, gar nicht mehr den Menschen im Mittelpunkt hat, die Menschen, die zu uns kommen, sondern nur noch die Krise der aufnehmenden Strukturen. Es führt zu einer Entmenschlichung, weil es eben um Zahlen geht, um Kosten geht, um Leistungsfähigkeit geht. Diese ganze Debatte, so wie sie geführt wird, führt dann auch dazu, dass in der Bevölkerung Ängste und Unbehagen geschürt werden und das führt auch zur Ablehnung. Wir haben in den letzten Monaten mehrmals erlebt, dass das Land NRW Landesunterkünfte einrichten wollte, was von der Bevölkerung verhindert wurde, weil sie eben dagegen protestiert haben. Und zwar immer auch mit dem Anschein so, das ist gefährlich, wenn Flüchtlinge kommen. Das stört uns. So. Ja, und die Politik, die reagiert, indem sie weiterhin den ukrainischen Flüchtlingen zur Seite steht, aber gleichzeitig sagt, wir müssen die irreguläre Migration bekämpfen. Manche sagen auch illegale Migration, ist aber das Gleiche mit gemeint. Und das führt zu einem Ausspielen von Flüchtlingsgruppen. Denn wer sind diejenigen, die irregulär zu uns migrieren? Das sind alle Asylsuchenden. Ukrainische Flüchtlinge haben den Vorteil, sie dürfen ohne Visum einreisen, deswegen können sie legal einreisen. Diese Möglichkeit haben Asylsuchende nicht. Im Klartext heißt das also, Ukrainer ja, alle anderen nein. Das ist das, worum es im Moment gerade geht. Die Ablehnung, die in der Bevölkerung teilweise herrscht, zeigt sich manchmal nicht nur in Worten, sondern manchmal eben auch in Taten. So ist die Zahl der Übergriffe auf Unterkünfte und Flüchtlinge und Helferinnen wieder gestiegen. In den ersten beiden Quartalen in diesem Jahr hat es insgesamt 80 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben, tatsächlich vor allen Dingen in Sachsen. Aber in NRW wurden auch immerhin 13 gezählt und das sind nur die politisch motivierten Delikte. Und Anschläge gegen Flüchtlinge außerhalb von Unterkünften gab es in diesem Jahr schon 704, davon in NRW 83. Also auch das höchst bedenkliche Zahlen. Und immer wenn Flüchtlingszahlen steigen und immer wenn es zu solchen Debatten kommt, reagiert die Politik gleich, nämlich mit Gesetzesänderungen, mit Verschärfungen, die Rechte von Flüchtlingen, von Schutzsuchenden weiter einschränken. Angefangen hat das 1993, als das Grundgesetz geändert wurde und das Asylbewerberleistungsgesetz eingeführt wurde. Dann hatten wir 2015 eine relativ große Fluchtbewegung. Da sind innerhalb von 2 Jahren 4 Gesetzespakete in Kraft getreten, die massive Auswirkungen auf die Teilhabemöglichkeiten der meisten Flüchtlinge hatten. Dann gab es eigentlich mehr oder weniger ohne Anlass 2019 nochmal das Migrationspaket, was auch erhebliche Verschlechterungen mit sich gebracht hat. Und in diesem Jahr, gerade ganz aktuell, vorgestern vom Kabinett verabschiedet, den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, also der Abschiebung. Außerdem sollen mehr Länder zur sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt werden, gerade debattiert oder in der ersten Lesung verabschiedet, Georgien und Moldau. Und die GEAS-Reform, die ja auch letztes Mal Thema war in dieser Vortragsreihe. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich natürlich auch mit dem Thema Fluchtmigration beschäftigt, als sie sich im Mai getroffen hat und hat dazu auch einige Beschlüsse gefasst. Also es wurde ein ganzes Spektrum an Themen abgearbeitet. Ein großer Bereich hat die Migrationssteuerung eingenommen. Und ganz klar, das oberste Ziel ist, die irreguläre Migration soll stark reduziert werden. Und dafür hat man sich dann alle möglichen Maßnahmen überlegt. Ich habe gar nicht alle aufgeführt, aber ich möchte zwei nennen hier. Abschluss weiterer Migrationsabkommen sind geplant.
Wir haben dafür seit Februar letzten Jahres einen Sonderbevollmächtigten, den ehemaligen NRW-Flüchtlingsminister Stamp, der auch schon tätig war, jetzt hier mit Tunesien, bei Irak war er wohl auch mit beschäftigt und so. Und ein Punkt: bei etwaigen Bundesaufnahmeprogrammen sollen begrenzte Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. Heißt nichts anderes als, Bundesaufnahmeprogramme gab, darf es nicht mehr geben, denn wir sind ja schon voll. Asylverfahren, da wird mal wieder eine Beschleunigung angestrebt. Das wird ja von Anfang an, wird immer gesagt, Asylverfahren sollen innerhalb von 3 Monaten beendet sein. Hat noch nie geklappt, warum sollte es jetzt klappen? Aber beschleunigte Verfahren werden die ganze Zeit schon betrieben für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Und da hat man eben auch schon im Mai gesagt, EU-Beitrittskandidaten sollen als sogenannte sichere Herkunftsländer deklariert werden. Und wie gesagt, gerade Georgien und Moldau in der Diskussion. Bezüglich der Unterbringung und Versorgung hat man sich auch Gedanken gemacht und möchte unter anderem die Sonderregelung für die Flüchtlingsunterbringung um 3 Jahre verlängern. Das bedeutet, dass Flüchtlingsunterkünfte auch in sehr leichter Bauweise und auch in Gebieten stehen dürfen, die normalerweise nicht für die Unterbringung von Menschen gedacht sind. Das Thema Integration, das sind tatsächlich die beiden Punkte, die da besprochen wurden. Also das kam ein bisschen kurz bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Da wurde gesagt, die migrationsspezifische Beratung, die Erstorientierungs- und die Integrationskurse des BAMF sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden. Eine sehr kluge und eine sehr gute Überlegung, denn wir haben ja eine hohe Zuwanderung und wir haben sehr viele Menschen, die hier bleiben dürfen. Die ukrainischen Flüchtlinge ohnehin, da sie sofort eine Aufenthaltserlaubnis kriegen, aber eben auch sehr viele Asylsuchende. Stattdessen guckt man sich den Haushalt 2024 an, hat Marlene auch eben schon gesagt, kommt es zu Kürzungen. Die Migrationsberatung für Erwachsene soll um 30% gekürzt werden. Die gerade neu eingeführte Asylverfahrensberatung wird faktisch um die Hälfte gekürzt, weil man die gleichen Mittel einsetzt wie letztes Jahr. Aber letztes Jahr hat es leider erst im Juli gestartet. Deswegen ein halbes Jahr. Und auch die Versorgung in den psychosozialen Zentren soll auch um erhebliche Mittel gekürzt werden. Dabei wäre der Bedarf ja gerade viel, viel höher. Gerade wenn der Zuzug höher ist, brauchen wir auch viel mehr Beratung. Darauf sind die schutzsuchenden Menschen angewiesen. Der Bereich der Abschiebungen hat wiederum sehr viel Raum eingenommen. Natürlich, die Rückkehrkooperation von Herkunftsländern soll verbessert werden. Auch das sind ja deswegen auch die geplanten neuen Migrationsabkommen. Und die gesetzlichen Regelungen, die Abschiebungsmaßnahmen verhindern oder zumindest erschweren, sollen angepasst werden. Und dazu gibt es jetzt gerade diesen Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums, der jetzt gerade vorgestern vom Kabinett verabschiedet wurde. Vorgestern. Ein positiver Punkt, den man nennen könnte, ist, dass subsidiär Geschützte, also es ist ein Schutzstatus, den man nach erfolgreichem Asylverfahren bekommen kann, bekommen bisher eine Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr. Das wird jetzt auf 3 Jahre verlängert, eine Forderung, die wir auch schon seit langem erheben. Das ist nicht aber nicht etwa, weil man sagt, die bleiben ja eh so lange und die brauchen auch den Schutz für 3 Jahre mindestens oder so. Nein, es dient der Entlastung der Verwaltungsstrukturen. So steht es auch in der Gesetzesbegründung. Aber man nimmt ja die positiven Punkte dann auch mal mit. Ansonsten enthält das Gesetz sehr viele Schrecklichkeiten. Ausweitung von Haft, einmal zeitliche Dauer, aber auch was die Haftgründe betrifft. Also die Menschen sollen, oder immer mehr Menschen sollen eingesperrt werden, ohne dass sie eine Straftat begangen haben. Das ist jetzt auch natürlich eine theoretische Überlegung, denn natürlich müssten dann auch die Haftplätze in den Abschiebungshafteinrichtungen ausgedehnt werden. Aber auch das verursacht eben viel Druck auf die Betroffenen. Außerdem sollen bei Abschiebungen, und das halte ich für einen sehr schlimmen Punkt, im Moment ist es so, wenn jemand aus einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht ist und soll abgeschoben werden, dann wird das Zimmer betreten und es wird geguckt, ob derjenige in dem Zimmer ist und dann abgeschoben werden kann.
Demnächst soll es so sein, dass auch alle anderen Zimmer der Flüchtlingsunterkunft durchsucht werden sollen, weil es ja sein könnte, dass derjenige, der abgeschoben werden soll, bei seinem Nachbarn untergetaucht gerade ist oder so. Dann kann man sich natürlich fragen, die Abschiebungstermine dürfen ja ohnehin schon lange nicht mehr angekündigt werden. Also woher soll man denn wissen, wann jetzt jemand kommt, um denjenigen abzuschieben? Also das weiß man weder, wenn nur das eigene Zimmer betreten werden kann, noch wenn die ganze Gemeinschaftsunterkunft betreten werden kann. Aber das führt natürlich dazu, dass alle Menschen in Unruhe versetzt werden, die dort untergebracht sind. Das ist jetzt schon so. Wenn die Bewohnerin mitbekommt, dass ein Nachbar abgeschoben wird, dann ist die ganze Unterkunft in heller Aufruhr und die Angst wird geschürt. Wie soll es denn sein, wenn die Menschen noch nicht mal mehr ruhig schlafen können, weil sie immer Angst haben müssen, dass sie entweder selbst betroffen werden oder dass sie dadurch betroffen werden, dass sie in ihrer Nachtruhe gestört werden und Menschen einfach ihren Raum betreten und sie überhaupt keine Privatsphäre mehr haben. Auch nächtliche Abschiebungen sollen forciert werden und es gibt vorgesehen ist eine massive Ausweitung des Auslesens von Handydaten. Dazu soll es auch möglich sein, Wohnungen zu besuchen, um Geräte zu beschlagnahmen. Also extreme Grundrechtseingriffe, Eingriffe in die Privatsphäre, in die, also die Privatsphäre der Wohnung, in die Freiheitsrechte, das sind Entwicklungen, die man sich vor einigen Jahren so auch noch nicht hätte vorstellen können. Jetzt im Oktober haben sich die Länderchefinnen nochmal getroffen, weil ja im November wieder die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ansteht. Und da ist dann unter anderem beschlossen worden, dass man eine bundesweite Bezahlkarte einführt. Das bedeutet, Flüchtlinge sollen kein oder Asylsuchende sollen kein Bargeld mehr bekommen, sondern sollen eine Karte kriegen, die man wird sehen, wo sie überall einlösbar ist, aber dass sie davon eben nur noch sich Sachen besorgen können. Das soll dann auf bestimmte Artikel eingeschränkt werden. Es sollen nur noch 50 Euro Bargeldabhebung im Monat möglich sein und so. Alles gerichtet auf weitere Abschreckung, auf weiteren Druck. Auch die jetzt schon nach dem Asylbewerberleistungsgesetz möglichen verpflichtenden Arbeitsgelegenheiten sollen ausgeweitet werden. Das heißt, die Kommunen sollen nach Zuweisung der Kommune Plätze bereitstellen oder Möglichkeiten bereitstellen, dass Menschen dort sozusagen zur Arbeit verpflichtet werden. Der bessere Weg wäre sicherlich, einfach den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und Arbeitsverbote aufzuheben. Das würde zu viel mehr Teilhabe führen. Nämlich die Diskussion, die da gerade geführt wird, enthält natürlich auch wieder dieses rassistische Narrativ, die sind ja alle arbeitsscheu. Und deswegen muss man sie eben dazu bringen, dass sie mal was tun, wenn sie schon hier sind. Problematisch an der Debatte ist auch, dass viel mit Falschinformationen gehandelt wird. Gut, bei der AfD, da muss man sich jetzt nicht wundern, die eben verbreitet hat, auch Asylsuchende würden jetzt von dem neuen Bürgergeld profitieren. Hätten wir uns darüber gefreut, aber nein, Asylsuchende kriegen eben Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Friedrich Merz tut sich ja öfter hervor durch entsprechende Äußerungen und er immer mit seiner Abschiebungsrhetorik. Wir haben in Deutschland mindestens 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber und es wird nichts getan, wir müssen mehr abschieben. Ja, auch falsch. Wir haben zwar etwa 300.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland, aber nur die Hälfte sind abgelehnte Asylsuchende. Die anderen hatten wir mal ein Aufenthaltsrecht und haben es verloren. Also auch das völlig fehlgehend. Ja, und Frau Klöckner, ehemalige Landwirtschaftsministerin, kennt sich jetzt auch in Gesundheit aus und hat dann mal gesagt, 690 Millionen Euro alleine für die Zahnbehandlung von Asylsuchenden im letzten Jahr. Tatsächlich, also sie hat ja extra noch dazu geschrieben, Fakten, hat sich dabei berufen auf einen Spiegelartikel, in dem das so stand. Der Spiegel hat es nach 4 Stunden korrigiert und hat gesagt, ups, wir haben uns getan, das sind vertan, das sind die gesamten Krankheitskosten, Gesundheitskosten von allen Flüchtlingen. Frau Klöckner hat es bis heute nicht korrigiert. Auch ein Fakt. Ja, und wenn man sich anguckt, wie die Politik sich äußert, dann erschreckt man sich wirklich immer wieder aufs Neue. Also die Grenzen des Unsagbaren sind schon seit langem verschoben und sind in Richtung geraten,
die ich mir vor ein paar Jahren auf jeden Fall nicht hätte vorstellen können. Scholz jetzt im neuen Spiegel, wir müssen jetzt in großem Stil abschieben. Herr Lindner plädiert dafür, dass Flüchtlinge kein Geld mehr nach Hause schicken dürfen. Herr Merz fordert einen Appell an Flüchtlinge, macht euch erst gar nicht auf den Weg, es ist schrecklich genug hier, wir können euch nicht gebrauchen. Wird bestimmt große Wirkung haben, wenn das mal so gesagt wird. Ja, und eine neue negative Spitze finde ich tatsächlich. Herr Spahn will irreguläre Migration auch mit physischer Gewalt stoppen. Vor einigen Jahren hat ja schon eine AfD-Abgeordnete, Frau von Storch, mal gesagt, im Notfall müsste man auf Flüchtlinge schießen. Da gab es einen großen Aufschrei. Jetzt ist das normale Diskussion. Das sind alles sehr bedenkliche Entwicklungen und gebeten worden, auch etwas Ermutigendes zu sagen, nämlich was können wir tun. Ich muss sagen, es fällt mir schwer, denn langsam fällt mir auch nichts mehr ein. Aber tatsächlich ist es ganz wichtig, weiterhin für Schutzsuchende einzutreten. Das ist nicht nur, weil es die Menschen brauchen und weil wir es für die Menschen machen müssen, sondern auch, weil wir es für unsere Gesellschaft tun müssen. Unsere Gesellschaft, also meines Erachtens, eine Gesellschaft definiert sich damit, wie sie mit den Schwächsten ihrer Mitglieder umgeht. Und Schutzsuchende gehören zu den Schwächsten unserer Gesellschaft. Und wenn das das Beispiel ist, wie wir damit umgehen, dann kann man nur schwarz sehen für diese Gesellschaft. Außerdem muss dringend die Diskussion versachlicht werden. Der Stimmungsmache müssen Fakten entgegengesetzt werden. Wir haben als Flüchtlingsrat eine Argumentation gegen Vorurteile erarbeitet, als Flyer und als Arbeitshilfe. Ich habe auch ein paar Flyer mitgebracht, kann man gerne mal reingucken. Auch natürlich so eine Demo wie am Samstag oder auch so eine Vortragsreihe, wie sie jetzt geplant ist, sind gute Aktionen, um das Thema in den Mittelpunkt zu rücken, aber auf andere Art und Weise, also einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Gut kann auch sein, tatsächlich das Thema in die Kommunalpolitik einbringen. Ich meine, die Seebrücke hat ja auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Kommunen sich für als sogenannte sichere Häfen erklären können. Da ist Münster ja auch dabei. Die Kommunen eben auch daran erinnern, dass sie verpflichtet sind und welche Aufgabe sie haben im Rahmen der Flüchtlingsaufnahmen, der Flüchtlingsunterbringung und Versorgung. Und die Kommune da in die Pflicht nehmen, tatsächlich auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn, dann müssen wir gemeinsam handeln, das heißt Initiativen, die schon bestehen, stärken, dort Mitglied werden, sich dort engagieren und damit deutliche Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen setzen. Dankeschön.